Herzlich willkommen zurück bei Aviamax. Ich hatte kürzlich die Chance, die Air France Premium Economy an Bord eines Airbus A350 auf einer seltenen Inlandstrecke zu testen. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Bordprodukt abschneidet, solltet ihr dieses Video auf gar keinen Fall verpassen. Unsere Reise beginnt heute am Flughafen Nizza-Côte d'Azur. Den Flughafen erreicht ihr am besten mit dem Auto, dem Taxi oder mit der Tram. Mit Andi fliege ich heute von Nizza nach Paris-Charles de Gaulle. Zur frühen Morgenstunde macht der Flughafen Nizza einen modernen und ruhigen Eindruck. Die Sicherheitskontrolle verlief effizient und schnell, nur das Personal könnte ein wenig freundlicher sein. Nach der Sicherheitskontrolle könnt ihr durch einen kleinen Duty-Free-Laden gehen. Ich wiederhole mich gerne. Der Flughafen wirkt wahnsinnig modern und aufgrund der großen Glasfassade wirkt er zudem noch sehr hell. Aufgrund der Glasfassade konnte ich auch diesen wunderschönen Sonnenaufgang beobachten. Vor dem eigentlichen Flug konnten wir noch die Infinity Lounge besuchen. Zugang hatten wir aufgrund meines Priority Passes. Air France nutzt diese Lounge übrigens auch. Denn Air France betreibt am Flughafen Nizza keine eigene Lounge. Überraschend. Und hier sehen wir zum ersten Mal den Star des heutigen Videos, einen Airbus A350-900, der soeben aus New York Newark gelandet ist. Dank Andis Status bei ITA Volare konnten wir trotz Economy Class Ticket mit als erstes das Flugzeug betreten. Das hat speziell für mich einen großen Vorteil, denn so konnte ich euch noch einmal die Kabine im leeren Zustand filmen. Hier seht ihr die Business Class, die kürzlich erst Max getestet hat. Und wir sitzen heute nicht in der Economy Class, sondern in der Premium Economy. Dank einer Sitzplatzreservierung in Höhe von 25 Euro sitzen wir heute hier. Die Premium Economy Class kommt in einer 242-Konfiguration daher und verteilt sich auf 4 Reihen. Ich sitze heute auf Sitzplatz 18A. Und kann mich glücklich schätzen, dass mein Nebensitz frei bleibt. Schaut euch diese Kopfstütze an. Diese wirkt nicht nur hochwertig, sondern auch gemütlich. Die Sitze waren sauber, bis auf diesen kleinen Schokoladenfleck hier. Insgesamt
macht der Sitz aber einen sehr guten ersten Eindruck. Die Sitze in der Premium Economy sind mit einer Fußstütze ausgestattet. Der Blick auf die Tragflächen ist wirklich schön. Ich hätte mir jedoch gewünscht, ein, zwei Reihen weiter vorne zu sitzen. Diese kleine Sitztasche bietet ausreichend Stauplatz, um beispielsweise den Reisepass oder das Boarding-Ticket zu verstauen. In der großen Sitztasche befindet sich unter anderem diese Safety Card sowie eine Sickness Bag. Die Leselampe lässt sich individuell einstellen. Genauso wie die bereits angesprochene Kopfstütze. In der Armlehne befinden sich die Knöpfe zum Einstellen des Sitzes, der Controller für das In-Flight Entertainment System sowie die Kopfhörer. Mit den Knöpfen könnt ihr beispielsweise die Beinstütze verstellen. Und auch die Rückenlehne lässt sich mit Hilfe der Knöpfe verstellen. Den genauen Neigungswinkel zeige ich euch mittels verschiedenster Winkel. An Bord neuerer Airbus A350 lassen sich die Fenster wie an Bord der Boeing 787, ich nenne es mal elektronisch, verdunkeln. Neben dem Bildschirm befindet sich noch ein Kleiderhaken. Also ich fühle mich hier richtig wohl an Bord. Die Beinfreiheit ist großartig. Der Pushback ist soeben erfolgt und die Reise kann beginnen. Ich freue mich wirklich auf diesen Flug. Das hier finde ich wirklich genial. Die Kabine leuchtet in den Farben der französischen Nationalflagge.
Tiger to the charge of the sky tree are not permitted. You may now use your in-seat PC or USB socket to recharge your electronic device. Der Start ist geglückt. Übrigens lässt sich der Bildschirm so neigen. Beispielsweise, wenn der Passagier vor einem den Sitz nach hinten neigt. Und ich liebe die Kameras hier an Bord des Airbus A350. Das In-Flight Entertainment System von Air France bietet eine Vielzahl an guten Filmen und guten Serien. Und nun ist es an der Zeit, die Kopfhörer zu testen. Diese machen nicht nur einen hochwertigen Eindruck, sondern kommen auch mit einer Noise-Canceling-Funktion daher. Aviamax oder Evermax? Ja, manchmal ist es schon verwirrend. Schluss mit schlechten Witzen. Die Soundqualität ist wirklich gut. Selbstverständlich wäre ein gutes IFE-System nichts ohne eine Flightmap. Gegen eine Gebühr von 25 Euro konnte ich mir diesen Premium Economy Sitzplatz reservieren. An Bord gibt es dennoch nur einen Economy Class Service. Dieser konnte sich auf diesem Inlandsflug jedoch wirklich sehen lassen. Da es auf Langstreckenflügen noch eine vollwertige Mahlzeit gibt, solltet ihr auch wissen, wie ihr mit diesem Klapptisch umgehen solltet. Das Bad stellt wahrlich kein Highlight dar. Immerhin ist es sauber. Wir befinden uns bereits im Landeanflug. Ich melde mich vom Boden wieder mit dem Fazit.
Willkommen in Paris, es folgt mein kleines Fazit. Ich habe diesen Flug wirklich genossen und kann mir vorstellen, einen Langstreckenflug an Bord des Airbus A350 in der Premium Economy Class zu absolvieren. Denn der Sitz ist komfortabel, die Beinfreiheit ist gut, genauso wie der Sitzabstand und das bei einer Größe von 1,87 Meter. Darüber hinaus war die Crew auf diesem Flug äußerst freundlich und insgesamt macht dieses Produkt einen wirklich guten Eindruck. Solltet ihr bereit sein, für einen kleinen Aufpreis ein wenig mehr Luxus zu genießen, solltet ihr die Premium Economy Class definitiv buchen. An der Parkposition angekommen, konnte ich auch noch kurz die neue Business Class Suite testen. Die hat Max vor kurzem erst reviewed. Wie gefällt euch das Design? Schreibt es bitte in die Kommentare. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ich euch in einem weiteren Video bei Aviamax begrüßen darf. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt doch bitte den Daumen nach oben oder abonniert unseren Kanal. Kritik ist ebenfalls jederzeit willkommen.